So, und weiter geht's bei Let's Play. F1 2012. So, hab kurz gehustet. Ja, Zentrale, einfach mal abdrücken. Und wir waren ja auf Platz 1. Oder, naja, 10. Im Training waren wir Erster. Nee, 10, oder? Oder waren es 10? Ja, ich glaube 10. Ach ja, weil ich das Qualifying, also Q3 versaut habe. Stimmt schon. So, jetzt kommen Leute mal fertig. Bitte. Hockenheim. Rennen. Werde 8. oder besser. So, wir schauen uns mal. Ich will machen in der 6. Benzin auf normal und auf die Strecke. Je weniger Benzin, desto besser. Ja, desto besser ist das. So, wir haben hier Sebastian Vettel, hier sind wir und hier ist unser Teamkollege. Unser Typ sagt nichts. Okay, mal meine Uhr richten, so. So, gehen wir mal gleich auf Fett. Wow, sorry. Dafür kann ich aber nichts. So, die Reifen sind immer die besten. Stelle ich gerade fest. Jetzt gehen wir da am Button noch vorbei. Was, Button? Idiot. Jetzt überholt mich jeder. Also der Start, ja, er ging. Habe jetzt 3 Positionen gewonnen. Aber mit dem Reifen irgendwie nicht so zufrieden. Button. Ist hinter uns, aber wir können uns absetzen. Hier ist ja dann dieser DRS-Bereich. 2 Sekunden Vorsprung. Nur 3 können auf uns. Bremst noch mal auf hinten. Nee, lass mal auf neutral. So, wir verkleinern den Vorsprung minimal. Liegt vielleicht auch, dass wir mit Fett fahren.
Du kannst DRS den Regeln entsprechend verwenden. DRS ist aktiviert. Aber das werden wir jetzt noch nicht schaffen. Nee. Dieses Mal noch nicht. Wir ziehen uns. Jetzt ziehen sich die anderen natürlich. Oder ziehen uns die anderen weg, weil die anderen alle DRS verwenden können. Fuck. Aber wir sind jetzt wenigstens wieder ein bisschen näher rangekommen. Fuck you, warum? Ich darf mit dem Reifen nicht so über den Curve. Alonso jetzt vor uns. Da Alonso. Bin ja gespannt, wer diese Saison in Wirklichkeit jetzt gewinnt, Vettel oder Alonso. Denn zu dem Zeitpunkt ist das Brasilienrennen noch nicht. Das ist zwar dieses Wochenende jetzt dann. Am Samstag, heute ist Dienstag, morgen ist schulfrei. Ferrari bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus. Schön, ich würde auch gern reinkommen. Jetzt zieht mir jetzt auch weg, aber ich kann jetzt auch hier nehmen. Ja, es. Wow. Vettel jetzt nur noch siebter, sechster. So. Jetzt, wie viel ist der? 1, was fährst du da so rein? Vierter. Was siehst du so rüber, wenn ich da stehe? Hamilton liegt auf Platz 1. Was bin ich? Bin nicht auf Platz 1, ne? Wir sind auf Platz 1. Hamilton. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Ach. Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. Push weiter.
würde gerne jetzt nächste Runde in die Box fahren. Vor allem, weil die jetzt alle so eng beieinander sind. Bleib aber noch vorne. Wir sind bereit. Komm jetzt an die Box. Fahren wir doch zur siebten Runde rein. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Wow, das war knapp. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Denk dran, du kannst die Bremsbalance nach hinten verlagern. Vielleicht blockieren dann deine Vorderräder nicht mehr. Das ist mir jetzt mein wenigstes Problem. Was? Wieso sind wir jetzt so weit weg auf einmal? 6 Sekunden? Jetzt gar nicht über die Curbs fahren. Boah, bin gut. Boxenstopp. Zum Glück schreit er nicht wie sein Behinderter. Box, Box, Box! Macht er sonst immer? Genau deswegen wollte ich jetzt nicht, weil jetzt alle in die Box fahren. Und ich müsste einen Vorteil haben. Lass mich raus, lass mich raus! Ah, zum Thema Vorteil. Scheiße! Ja, das sind erstmal eiskalt, meine Reifen. Aber da ging jetzt irgendwas schief bei dem Boxenstopp. Entschuldige, Schumacher oder wer immer das noch ist. Alonso, ja okay, so viel ging jetzt nicht verloren. Ich glaube Alonso war vorhin hinter mir. Ein paar Plätze habe ich schon verloren. Aber naja. So, DRS darf ich aber auch verwenden. Was? Du hast einigen Gummiabrieb aufgesammelt und musst mit verringertem Grip rechnen, bis du die Reifen wieder sauber gefahren hast. Bleib auf der Ideallinie. Was
Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Du bist in Sektor 2 und 3 schneller. Versuche ihn zu überholen. Vettel, ich muss dich jetzt leider überholen. Wer ist denn überhaupt Erster, Zweiter, Dritter, Vierter? Wer ist denn Erster? Hamilton. Kann doch gar nicht sein. Ah, der wird wahrscheinlich... Wow. Draußen geblieben sein. Wo wir alle in der Box... Wo wir alle in die Box gefahren sind. Na, das habe ich mir jetzt gedacht. Sie dürfen DRS verwenden. Ja, aber auch nur der Vettel. Darf DRS verwenden. Der Button. Okay, wenn das keine Abkürzung war, dann weiß ich auch nicht. Sorry, war nicht extra. Den Button schnapp ich mir jetzt dann am besten. Vollgas! Toro Rosso hat Vernier die weicheren Reifen. Vernier! Das ist Vern! Scher dich zum Teufel! Rosso! Alonso und Kruscher. Ach komm, kann doch nicht sein. Du liegst ganz knapp vor Grosjean, du musst mehr pushen. Was ich alles muss. Was ich alles muss. Er versucht die Lücke zu schließen.
So. Das schaut ja bis jetzt noch ganz in Ordnung aus. Fünfter Platz von 23, einer ist ausgefallen. What? Soll das? Roger. Das Wichtigste ist, wenn es bleibt, wird es endlich mal ein paar Punkte geben. Scheiße. Okay, ein Grosjean wird man noch kriegen. Der Grosjean ist jetzt kleinere Übel. Jetzt Alonso verzieh dich halt. Wie viel ist der Abstand? 1,4. Achte auf den Fahrer hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen. Aber trotzdem bremse ich die dann hier immer aus. Du bist in Sektor 2 schneller als dein Vordermann. Schnapp ihn dir in Sektor 2. Ja, was bringt es, wenn ich in die anderen langsamer wäre? Aber jetzt habe ich ihn bald wieder. Sind unter einer Sekunde, der steht fest. Wir haben nur noch ein paar Runden, um den Kerl noch zu überholen. Wenn du also noch vorbeikommen willst, dann mach es bald. Ja, und jetzt ist er weg. Wobei. Okay, das war definitiv die Frequenz. Da wollte ich zu viel. Ich kriege ihn auch so. What? Whoa. Fuck you. Meine Nerven. Der Vorsprung auf deinen Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Jetzt darf ich nicht drauf machen. Es gibt irgendwann mal einen richtigen Bremsplatten. Einen richtigen Bremsplatten.
Muss es eh nur noch einmal machen. Dieses Mercedes-Zeichen hier auf diesem Dach gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe gelesen, dass McLaren Mercedes ja demnächst keine Mercedes-Motoren mehr hat, denn die müssten sich jetzt die Mercedes-Motoren ab nächstes Jahr selbst zahlen, selbst kaufen, und das wäre, würde ihnen zu viel Geld, oder es würde zu viel Geld kosten, dass sie jetzt andere Motoren nehmen. Also habe ich zumindest gelesen. Also ich hätte ihn rein theoretisch vorlassen können, damit ich ihn dann wieder mit DRS überholen könnte. Hätte ich machen können, ja. Ob der so fair war, weiß ich jetzt auch nicht. Du hast dich auf den fünften Platz geschafft. Ich denke eher nicht. Lewis Hamilton ist im Ziel und gewinnt somit den großen Preis von Deutschland. Fuck. Warum? Warum passiert uns das immer? Scheiße. Jetzt geht's denn auch noch vorbei. Fuck, dieses Let's Play steht wirklich unter einem schlechten Stehen, ey. Wie kann in der letzten, okay, in der vorletzten Kurve. In der vorletzten Kurve. Puh. Scheiße. Ja, ich bin am Verzweifeln und sag somit bis zum nächsten Mal. Euer trauriger Killer Patty. Das ist total scheiße. Ja, und jetzt mal noch ein kurzer Anhang zum letzten Part. Der letzte Part war ja das Rennen in Deutschland. Und zwar haben wir jetzt ein Vertragsangebot von Peter Sauber bekommen. Und Sauber, können wir uns mal schnell anschauen. Das Team ist schon vor uns deutlich. Und ich will jetzt einfach mal sagen, wir nehmen dieses Angebot an. Und er will uns gleich, er braucht uns gleich und deswegen, ja, annehmen. Angebot annehmen. Und hier ist das Gras ist grüner. Du hast im Karrieremodus während des Saisons zu einem anderen Team gewechselt. Sauber F1 Team. Ja. Ja, genau. News. Ja, Wechselgerüchte, das kann man bestätigen. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Das war nur so ein kleiner Anhang. Ja, und ich sag, bis zum nächsten Mal, euer Killer Patty. Dann in Ungarn mit Sauber.